So, da das Kobolds kann weg und die Dings können weg. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit den Hühnern und dem anderen Zeug machen kann. Ob ich überhaupt was damit machen kann? So, dann geht es raus zum Silberkrug. Der ist ja gleich da hinten. Der Zwerg, der uns hier einladen wollte, ist immer noch nicht da. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Nichts. Habe ich mich verlesen? Ach nee, wahrscheinlich muss ich mit dem Koch reden, oder? Was wollt ihr in meiner Küche? Ihr habt hier nichts zu suchen. Sofort raus mit euch. Halt, warte, ich habe da vielleicht etwas für euch. Ja, was denn? Ein Häubchen Ei. Was soll ich denn damit anfangen? Glaubt ihr wirklich, ich würde meinen Gästen so etwas vorsetzen? Naja, ich dachte, weil ihr doch auch Rattenschwänze brauchen könnt, wäre so ein Häubchen Ei möglicherweise eine besondere Delikatesse. Das könnt ihr doch nicht miteinander vergleichen. Man merkt, dass ihr keine Ahnung von der hohen Kunst des Kochens habt. Kommt wieder, wenn ihr Rattenschwänze habt. Und jetzt raus aus meiner Küche. Überflott. Okay. Ich bin ein anderen Abnehmer. Da der Koch des Silberkrugs das Häubchen eigentlich haben wollte, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich nach einem anderen Abnehmer umzusehen. Naja, da fallen mir nur Zwerge ein, die alles Mögliche fressen. Das heißt, wir gucken mal nach Morolosch jetzt. Da es von hier aus nirgends rausgeht, aber in unser Anwesen und von da aus nach Morolosch. Wobei, wir fragen noch einmal Quark. Ob er was Neues für uns hat? Weil ich habe keine Ahnung, ob das Hin- und Herreisen der Trigger ist oder ob bestimmte Main-Story-Abschnitte der Trigger sind. Nein. Okay, noch kein Zettel gefunden. Das heißt, Quicksave sicher ist sicher und dann auf, zurück nach Morolosch. Wir haben ja dem Zeugwart dort Koschamazungen gegeben. Vielleicht kann der auch was mit dem Harpienei anfangen. Wenn nicht, hätten wir immer noch den Wirt dort. Mal sehen, was
Hänge des Amboss-Gebirges. Was begegnet uns hier? Zwei Wolfsrudel, die wollen nichts von uns. Oger. Ah. So eine Begegnung hatten wir ja schon mal. Ich suche das Weite gleich. Okay, fliehen bringt uns nach Talon. Ja, ich will nicht wieder in einen Kampf zwischen Wölfe und Oger gezogen werden. Ja, zum Glück kommen wir von hier aus gleich weiter. So. Da ist der Zeugwart. Okay, dem können wir es nicht andrehen. Dann probieren wir es mal mit dem Wirt. Du bist es natürlich auch nicht. Ja. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich habe hier ein Harpyenei. Könnt ihr vielleicht etwas damit anfangen? Aber ja, natürlich. Darauf lässt sich allerhand Leckeres zubereiten. Ein Omelett zum Beispiel, nicht unbedingt verträglich für den Magen eines Nichtzwerges, aber eine wahre Delikatesse für jeden Angroscho. Allerdings, ja. Mir fehlen da noch ein paar Zutaten. Vielleicht könntet ihr sie mir besorgen. Welche Zutaten benötigt ihr dann? Das wären zunächst ein paar Brötchen. 5 sollten reichen, denke ich. Dann noch die Seitendrüse einer Smaragdspinne. Außerdem ein wenig Drachenblut. Für die besondere Geschmacksnote, müsst ihr wissen. Ach ja, und dann noch ein halbes Dutzend Froschenkel. Die sind unbedingt notwendig für die Füllung. Also Brötchen, Drachenblut, eine Seidendrüse und Froschenkel. Das sollte ich besorgen. Halt, warte noch einen Moment. Wo bin ich bloß mit meinen Gedanken dran? Fast hätte ich die Blutegel vergessen. Also auch noch Blutegel. Das sollte kein Problem stellen. Ich komme wieder, wenn ich die Sachen besorgt habe. Ich kann es kaum erwarten, diese Delikatesse zuzubereiten. Okay. Eine zwergische Delikatesse. Wird Bashmur aus Murlosch hat mir das Harpyenei abgenommen. Er möchte daraus eine zwergische Delikatesse herstellen. Ich habe endlich einen Abnehmer für das Harpyenei gefunden. Wird Bashmur aus Murlosch hat es mir abgekauft. Eine zwergische Delikatesse. Wird Bashu aus Murolosch hat mir das Harpyenei abgenommen. Er möchte damit eine zwergische Delikatesse zubereiten, für die ihn allerdings noch einige Zutaten fehlen. Ich habe versprochen, sie ihm zu besorgen. 5 Brötchen. Eine Fiole Drachenblut, die haben wir bei uns zu Hause rumliegen. Eine Seidendrüse können wir wahrscheinlich bei unserem Krämer wieder zurückkaufen. Froschschenkel muss ich beim Alchemiehändler kaufen und Blutegel haben wir sowieso immer dabei, oder? Ups. Ja. Blutekelhammer. Immer dabei. So, Froschschenkel. Waffenhändler, Händler, Batzmosch. Du hast doch sicherlich ein paar Froschschenkel für uns.
anscheinend nur Kristallsplitter. Händler Moplosch, der sollte dann Froschschenkel haben. Nämlich muss ich gerade überlegen, wo ich die überall verkauft habe und so dann zurückkaufen kann. Nein. Ja, Brötchen und Drachenblut kriege ich aus unserem Anwesen. Da gehe ich dann da als letztes hin. Spinnenseidendrüse und Froschschenkel sind halt so die Sache. Ich glaube, ich reise über Talonheim und gucke eben auf dem Taloner Markt nochmal, bei Mutter Süßen vor allem, ob ich der nicht die Froschschenkel verkauft habe. Sicherheitshalber ein Quicksave, weil die Ladezeit hat mir jetzt gerade Sorgen gemacht. Beckelbrecht, Waffenhändler. Nochmals vielen. Gut, okay. Hier habe ich ja ziemlich viel Schmarrn verkauft. Da sind schon mal 4 Froschschenkel. Und irgendwo müssten auch Spinnenseidendrüsen sein, garantiert. Hätte ich gern eine. Haarnadel. Jede Menge Beile zum Draufkloppen und alten Schmarrn, alten Tant. Okay, das heißt, wir haben die Seidendrüse. Und wir haben 4 von 6 Froschschenkeln. Das heißt, wir probieren es beim Magister. Müssen wir noch hier durch irgendwo? Ah, hier. Vielleicht hat auch die Kräuterfrau welche. Ja, die hat sehr viele sogar. So, das war's dann eigentlich auch schon. Das heißt, wir können weiterziehen. Zu unserem Anwesen den Rest holen, also die Brötchen und das Drachenblut. Dann können wir von da aus nochmal nach Morolosch. Das abgeben. Und dann von da aus zur Burg Grimzahn, zu den Silberfällen. Drachenblut. Das irgendwie nicht gesteckt werden. Ich habe sogar Froschschenkel hier drin. Okay.
Brötchen.